Alle mal zurückfahren, bitte. Ich hänge hier an der Ampel fest. Willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Euro Truck Simulator 2. Heute mal wieder mit einem Spezialauftrag. Wir werden nämlich heute ein riesiges Zahnrad transportieren. Und das würde ich sagen, holen wir uns jetzt sofort mal ab. Wir müssen nur kurz hier mal den Verkehr abwarten, dass wir uns hier einordnen können. Und dann fahren wir noch die 2 Meter, um das Ganze abzuholen. Und dann werden wir von Dortmund nach Düsseldorf auf der ProMods-Map fahren. Das klingt erstmal einfach und nach einer kurzen Strecke, das ist auch eine kurze Strecke. Warum das allerdings trotzdem anspruchsvoll sein könnte, das werde ich euch jetzt gleich verraten. Erstmal nehmen wir den Auftrag an. Und dann geht's los. Genau. So, wir müssen uns das Ganze hier vorne abholen. Da blinkt es schon. Und dann müssen wir hier erstmal rauskommen aus dem Werksgelände. Das Ganze ist also wieder mal ein Schwertransport. Und ihr seht, hier hinten ist noch ein Zahnrad gelagert. Hier in der Mitte ist aber auch sowas. Wo genau man das einsetzt, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich hätte jetzt erstmal an eine Turbine gedacht, aber keine Ahnung. Also, wenn ihr es wisst, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Würde mich echt mal interessieren, weil so richtig einordnen kann ich das nicht, wo man sowas Großes braucht. Gut. Das Ganze sind, glaube ich, 37 Tonnen, die wir hier drauf haben. Und der Anhänger hat natürlich auch nochmal rundum Leuchten. So, und jetzt ist die erste Herausforderung, hier erstmal rauszukommen. Wie stellt man es jetzt am geschicktesten an? Ich glaube, ich fahre einfach so. Ja, das geht auch. Also wir haben gelenkte Hinterachsen, das ist ganz angenehm. Damit kann man die Kurven dann doch relativ eng nehmen. Die Kurven sind allerdings heute auf unserer Strecke gar nicht so das größte Problem. Das größte Problem heute auf der Strecke sind eigentlich, auch wenn es nur 100 Kilometer sind, wie ich hier gerade erfahren habe, das größte Problem sind eigentlich die Brücken. So, das Problem ist nämlich folgendes. Die Brücken, wir spielen hier auf der ProMods-Map und das ist ja alles ein bisschen angepasst und sieht wesentlich hübscher aus. Die Brücken haben allerdings unterschiedliche Höhen. Unter den meisten Brücken kommt man problemlos durch. Es gibt allerdings auch Autobahnbrücken und andere Landstraßenbrücken oder so oder Schienen, wo das nicht passt. Und das ist immer sehr schwer einzuschätzen und das ist die große Herausforderung. Und sollten wir heute auf solche Brücken treffen, dann haben wir ein großes Problem, da müssen wir umplanen und dann, ja, müssen wir mal gucken, wie wir die 100 Kilometer dann absolvieren können. Gut, 60 dürfen wir fahren, das machen wir jetzt gleich auch und dann geht's durch die Nacht in die Morgensonne rein. Ich denke, ja, wir haben schon 4.10 Uhr, also ich denke, wenn wir ankommen, dann wird's hell sein. Gut. Denmantau und da vorne sehen wir schon die erste Brücke und ich habe die Befürchtung, dass es nicht passen wird. Weil wir müssen einmal drunter durchfahren, aber wir werden es gleich sehen. Sonst müssen wir, wir müssen mal gucken, was wir sonst machen können. Vielleicht könnte man auch hier lang fahren. Fahren wir ein bisschen langsamer, so. Dann gucken wir uns das mal an. Passt es oder passt es nicht? Also die Straße geht hier noch ein bisschen runter. Das könnte ganz knapp passen, aber es sieht mir nicht so. Doch, es passt, Leute. Es passt. Weil die Straße hier noch runterging. Oh, hervorragend. Klasse. Die erste Hürde ist damit also genommen. Das ist allerdings nicht die letzte Hürde. Also ich bin mir sicher, da werden noch weitere Brücken kommen. Und ihr habt schon gesehen, es war knapp. Und ich habe schon eine Testfahrt gemacht und da hat es halt nicht geklappt. Und irgendwann, spätestens nach der zweiten Brücke, geht es dann irgendwann nicht mehr weiter. Also da sucht man sich dann dumm und dusselig nach Wegen. Wenn ihr diese Modifikation also ausprobieren solltet, dann müsst ihr euch darüber im Klaren sein, dass es zu diesen Komplikationen wie hier kommen kann. Gut. So, hier werden... Das ist auch immer so ein Spießrutenlauf, so eine Autobahnauffahrt. Wenn man ein bisschen gucken muss. Nach den Rückspiegeln. Ob das alles so passt, aber es geht. Gut. Unser Kunde erwartet die Lieferung sehr bald. Oh wei. Da müssen wir jetzt mal Gas geben. Also hier mit den Richtungsschildern funktioniert das problemlos. Aber ob das dann auch in Düsseldorf wieder so funktioniert, wie es funktionieren soll, das sehen wir gleich noch. 50 darf ich nur fahren. Ich bin viel zu schnell. So, vorbei an Oberhausen.
Wieso darf ich nur 50 fahren mit dem Schwertransport? Ich dachte, ich dürfte 60 fahren. Ah, da haben wir schon. Polizei. Und da vorne wird es wieder... Da wird es echt knapp. Aber es müsste eigentlich passen. Ja, ist... Boah, Leute. Ich glaube, also wenn es passt, dann ganz, ganz knapp. Es passt. Ein paar Zentimeter Luft wären sogar noch gewesen. Boah, ist das hoch hier. Können wir ganze Häuser mit transportieren. Also ich glaube, 5,5 Meter hoch ist das Ganze. Und da muss man echt Acht geben. Leider sind nicht alle Brücken markiert hier. In der Realität steht das ja meistens dran. Und trotzdem passiert es oft, dass man nochmal so LKW sieht. Also gibt es ganz kuriose Fälle. Aber ich habe auch schon mal in Köln war es, glaube ich, ein LKW gesehen, der das unterschätzt hat. Und dann war wirklich der ganze Auflieger war einfach Schrott. Ne? Also das ist alles runtergeflogen, das ganze Gestänge da. Also tut man sich keinen Gefallen damit. Und es passiert so oft, dass Brücken falsch eingeschätzt werden. Obwohl es in der Realität dran steht, hier im ETS ist es leider nicht so oft der Fall. Deswegen kann man sich danach nicht richten. Und deswegen müssen wir hier besonders achtsam sein. Aber es macht unheimlich Spaß, diese Herausforderung. Ich denke mal, das wird die gleiche Brückenhöhe sein wie eben. Ja, 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 passt, super. Klasse. Das Ziel blinkt zwar schon, aber noch ist nichts geschafft hier. Noch sind wir noch nicht an Duisburg vorbei. Und noch haben wir nicht die Innenstadt passiert. Da kann ja sowas auch nochmal vorkommen. Das ist hier, das ist mal ordentlich Platz. Gut. Ja, hier müssen wir noch nicht abfahren, dann fahre ich mal weiter. Und mittlerweile dürfen wir auch dankenswerterweise 80 fahren. Das nutzen wir natürlich auch, aber ich habe das Gaspedal jetzt komplett durchgedrückt gerade. Und es passiert einfach nichts. Ja? Obwohl ich hier den leistungsstärksten Motor mit, ich glaube, 700 PS genommen habe, dauert es ein bisschen, bis man die 37 Tonnen in Bewegung gesetzt hat. So, aber jetzt geht's runter von der Autobahn. Und wir haben es tatsächlich schon früh morgens, 5.30 Uhr. Das ist ja für viele die Zeit, wo man dann aufsteht. Und wir nehmen direkt die erste Abfahrt in Richtung Düsseldorf. Hier fahre ich, glaube ich, auch öfters mal lang. Mit dem Auto. So. Gut, es zischt immer mal, aber noch ist nichts passiert. Noch ist unsere Fracht hier wohlbehalten auf dem Auflieger. Na, das hätte ich fast nicht gesehen, das Auto, was hier... Danke! Jetzt müssen wir hier wieder von Null Gas geben, das dauert jetzt natürlich. Und da vorne ist auch schon die nächste Brücke. Ja, das ist jetzt immer so der Zeitpunkt, wo man einmal kurz beten muss, ja. Also, das wäre nämlich jetzt extrem blöd, wenn es jetzt kurz vorm Ziel nochmal ein Hindernis gäbe. Aber es müsste passen. Es müsste wieder passen. Also ich kann euch sagen, in Frankfurt, da gab es eine Brücke, eine Autobahnbrücke. Ich glaube, das war kurz vor Mainz schon. Da hat es nicht gepasst. Aber hier geht's. Und dann... kurz nach Mainz, Richtung Koblenz, ist auch eine Brücke. Da passt es auch nicht. Also alles schon ausprobiert. Na, ich bleib mal noch hier. Kann ja gleich immer noch die Spur wechseln. Aber es sieht so aus, als hätten wir es tatsächlich gut geschafft. Als hätten wir diese paar Kilometer, auch wenn es nur ein paar Kilometer waren, gut gemeistert. Was ist auch mit der Ampel hier? Ja, ich... Nee. Die Ampel, das mit... Ja, passt nicht. Hat auch festgestellt hier. Ja, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Entschuldigung, einmal zurückfahren bitte. Noch ein bisschen mehr. Alle mal zurückfahren bitte. Ich hänge hier an der Ampel fest. Also, Leute, so funktioniert das hier nicht, ne? Müsste mal irgendjemand von euch jetzt mal kurz ausscheren und ein bisschen Platz machen.
kann hier nicht mehr nach hinten fahren. Das ist... Mist. Kann ich denn hier noch zur Seite fahren? Irgendwie... Das geht. Yo, das geht. Okay, schwierige Geburt, aber es hat funktioniert. Kurz vor dem Ziel waren dann doch nochmal die Ampeln. Mensch, da muss ich echt ein bisschen gucken, dass ich hier die Ampeln nicht mitnehme. Hier fahre ich mal, hier mache ich mal nicht den Fehler und fahre mal mittig rein. So, Sie sehen ja, was hier los ist, ne? Kann jetzt auch keiner überholen. Es tut mir sehr leid, dass ich jetzt hier zwei Spuren blockiere, aber muss jetzt sein. Und ehrlicherweise tut es mir auch gar nicht so stark leid. Ah, jetzt bin ich kurz nach hinten. Ah, jetzt fährt der rechts an mir vorbei. Gucken, dass ich den nicht rauskicke. So. Gut. Damit ist das geschafft. Und dann geht's rein in das Firmengelände hier vorne. Das zweite. Zu DHL müssen wir dieses Zahnrad hier bringen. Also es heißt im Englischen einfach nur Gear. Ich habe das jetzt einfach mal mit Zahnrad übersetzt. Ich weiß nicht genau, wofür das dient oder wozu das dient. Aber wie gesagt, wenn ihr es wisst, schreibt es mir gern in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren. Wo will er die Ladung stehen haben? Da will er die Ladung stehen haben. Mal gucken, ob wir das hinbekommen. Plan habe ich, wie wir es schaffen könnten. Erstmal das Ganze gerade ziehen und dann versuche ich das mal so reinzustellen. So. Aber ich denke, wir sind verspätet. Aber wie schnell soll man diesen Auftrag machen, wenn wir jetzt schon verspätet sind? Fast frech, diese Auftragszeiten hier. So. Okay, da steht das Zahnrad. Dann koppeln wir mal ab oder satteln wir mal ab. Und es steht da tatsächlich nicht verspätet, sondern ausgezeichnet. Herzlichen Dank. Das tut gut für einen Fernfahrer wie mich. Gut. Das war's also von dieser Folge. Das war mal wieder ein Spezialauftrag, bei dem es am Ende ja tatsächlich noch ein bisschen tricky wurde. Wenn ihr das selbst fahren wollt, schaut mal in die Videobeschreibung, da habe ich euch alles verlinkt. Aber denkt dran, man kann das zumindest auf der ProMods-Map, auf der echten Map oder auf der originalen Map, weiß ich nicht, wie es da aussieht. Man kann es aber auf der ProMods-Map nicht auf allen Routen nutzen und wird da echt teilweise mit den Brücken konfrontiert und muss sich dann andere Routen suchen und da wild rangieren. Hat ein hohes Entertainment-Potenzial und da ich das schon gemacht habe, zeige ich euch das jetzt am Ende der Folge nochmal. Als kleinen Zusammenschnitt. Vielen Dank und bis zur nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, sehr gerne einen Daumen nach oben lassen. Bis zur nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. We'll be right back.